Ein weiterer großer Vorteil im Vergleich zu Wikipedia ist die Unabhängigkeit von menschlicher Sprache. Was genau das heißt, schauen wir uns in einem Beispiel an. Heute wollen wir dir die Plattform Wikidata vorstellen. Ja, richtig gehört. Wikidata, nicht Wikipedia. Was genau ist Wikidata? Und was sind die Vorteile im Vergleich zu Wikipedia? Warum wird Wikidata auch immer wichtiger für Bibliotheken? Und wie kannst du Wikidata für dich nutzen? All das klären wir jetzt. Rabea, ist denn der Sinn von Wikidata genauso einfach zu begreifen wie der Sinn von Wikipedia? Wikidata ist ähnlich wie Wikipedia. Nicht erschrecken, das wird jetzt eine etwas längere Geschichte, aber keine Angst. Am Ende ist es eine runde Sache. Also dranbleiben. Alles klar. Was genau ist denn Wikidata? Wikidata ist genauso wie Wikipedia ein Projekt der Wikimedia-Gesellschaft. So wie Wikipedia eine offene Enzyklopädie ist Wikidata eine offene Sammlung von strukturierten Daten. Wikidata hat genauso wie Wikipedia Einträge mit Daten über Menschen, Institutionen, Publikationen, spezifische Sachverhalte und vieles mehr. Wikidata enthält auch verschiedene Datentypen, zum Beispiel Texte, Bilder, Koordinaten. Die Daten kannst du über eine Abfrageoberfläche abfragen, auf die wir später noch genauer eingehen. Die Daten werden unter der Creative Commons Public Domain 1.0 Lizenz veröffentlicht. Das heißt, sie können ohne Erlaubnis verändert, kopiert und verbreitet werden. Ziel von Wikidata ist es, bibliothekarische und wissenschaftliche Daten als Linked Open Data darzustellen. Ein Beispiel. Es gibt einen Berg an Literatur, also Texten, Aufsätzen und Publikationen da draußen. Wir legen unser ganzes Wissen in dieser Literatur ab und dazu gibt es Metadaten, also Daten, die diese Literatur beschreiben. Zum Beispiel, dann und dann wurde diese Publikation erstellt, von diesen Menschen wurde sie geschrieben und in dieser Publikation wird die andere Publikation zitiert. Das sind Metadaten. Bis heute sind diese Daten leider in großen Teilen proprietär. Das heißt, sie können nicht einfach nachgenutzt werden und Erkenntnisse daraus gesammelt werden, sondern man muss Geld dafür zahlen und das schränkt diese ganze Sache enorm ein. Hallo von Rabea aus dem Schnitt. Hier noch ein kleiner Nachtrag. Dass die Daten proprietär sind, ist noch nicht mal der Hauptgrund. Viele Daten liegen sogar offen vor, aber eben uneinheitlich. Und dieses Problem löst Wikidata auch. Aber jetzt geht's weiter. Und hier kommt jetzt Wikidata ins Spiel. Wikidata soll nämlich eine Lösung sein, um strukturierte Daten zu sammeln und für alle offen zugänglich zu machen, so dass sie auch nachnutzbar sind. Wikidata ist also im Vergleich zu Wikipedia nicht nur menschenlesbar, sondern auch maschinenlesbar, wodurch es möglich ist, Abfragen an die Wikidata-Datenbank zu stellen. Die Daten in Wikidata werden nicht nur manuell erschlossen, sondern hauptsächlich automatisiert durch sogenannte Bots. Grundsätzlich kann aber jeder Mensch neue Einträge verfassen und bestehende Einträge bearbeiten. Wie genau ist denn jetzt aber so ein Wikidata-Eintrag aufgebaut? Das Grundprinzip der Struktur von Wikidata-Einträgen ist es, jeden Eintrag mit einem eindeutigen Identifikator zu belegen, der aus dem Buchstaben Q und einer Nummer besteht. Jeder Eintrag kann dann durch sogenannte Statements weiter beschrieben werden. Die Statements bestehen aus Property, also Eigenschaften, und Value, also Wert, die ebenfalls eindeutige Identifikatoren besitzen. Eigenschaften werden mit dem Buchstaben P und einer Nummer beschrieben. Demnach kann jedes Item, also jeder Eintrag, in eine RDF-Triple-Beziehung gestellt werden. Also Subjekt, Prädikat, Objekt. Zum Beispiel Cate Blanchett besuchte das National Institute of Dramatic Art. Diese Werte kannst du auch zusätzlich mit Start- und Endzeitpunkten untermauern
oder auch mit Referenzen. Also wo kommt dieser Wert eigentlich her? Durch diesen Aufbau von Wissen erschafft Wikidata eine nachhaltige und durchsuchbare Wissensressource. Was genau sind denn jetzt diese Vorteile im Vergleich zu Wikipedia? Während du in Wikipedia Artikel erstellen und relativ frei gestalten kannst, hast du in Wikidata eine Datenbank, also feste, strukturierte Daten. Das hat den Vorteil, dass du diese Daten dann auch strukturell abfragen kannst. Genau das bietet eine riesige Chance, Wikidata in konkreten Anwendungsfällen, zum Beispiel für Bibliotheken, zu nutzen. Ein weiterer großer Vorteil im Vergleich zu Wikipedia ist die Unabhängigkeit von menschlicher Sprache. Was genau das heißt, schauen wir uns in einem Beispiel an. Der Wikipedia-Eintrag zu Köln verzeichnet eine Einwohnerzahl von 1,087 Millionen EinwohnerInnen zum Zeitpunkt Dezember 2019. Das ist ein Fakt. Dieser Fakt bleibt französisch sprechenden Menschen allerdings verwehrt. Gehen wir nämlich auf die französische Wikipedia-Seite zu Köln, sehen wir 1,085 Millionen EinwohnerInnen zum Zeitpunkt Juni 2019. Die Aktualität der Informationen hängt also davon ab, wie regelmäßig eine Seite auf Wikipedia gepflegt und aktualisiert wird. Schauen wir uns den Wikidata-Eintrag zu Köln an. Dort findest du nicht nur die aktuelle Einwohnerzahl, sondern alle Einwohnerzahlen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ermittelt wurden. Vor allem aber findest du die Daten immer gleich vor, unabhängig davon, auf welcher Sprachoberfläche du dich gerade befindest. Das ist nur durch die strukturelle Datenaufnahme in Wikidata möglich. Warum wird jetzt also Wikidata wichtiger für Bibliotheken? Zu den Aufgaben einer Bibliothek zählt es, Daten zu sammeln und aufzubereiten, um damit wissenschaftliche Fragen zu beantworten. Hashtag Open Science. Und wo ginge das besser als in einer offenen Datenbank? Ein Beispiel. Eine Bibliothek in Atlanta erhielt 2019 einen Zuschuss für die Erstellung eines öffentlichen Verzeichnisses. Es ging darum, natürliche, kulturelle und historische Organisationen, sogenannte NCHs, in Georgia zu unterstützen. Es sollte ein schnelles Abrufen von Standort- und Kontaktinformationen für die Katastrophenhilfe ermöglicht werden. Am Ende des Projekts waren über 1.900 Einträge für die NCH-Organisation in Georgia zusammengestellt, aktualisiert und auf Wikidata verzeichnet. Diese Einträge enthielten Kontaktinformationen und GIS-Koordinaten, die auf einer Karte auf der Projektwebseite angezeigt werden, sodass NotfallhelferInnen im Falle einer Katastrophe schnell nach NCHs nach Region und Bezirk suchen und filtern können. Diese Karte konnte über eine Wikidata-Query erstellt werden, da jetzt alle Daten enthalten und vor allem immer aktualisiert wurden. Wie mega cool und hilfreich ist das denn? Kommen wir jetzt zu der Wikidata-Abfrage. Wie kannst du damit Wikidata für dich nutzen? Dafür schauen wir uns jetzt das Abfragetool von Wikidata an. Die Seite zum Wikidata Query Service verlinken wir dir auch in der Infobox. Auf diesem Wikidata Query Service kannst du Abfragen mit der Abfragesprache Sparkle an Wikidata stellen und in einem gewünschten Format zurückbekommen, zum Beispiel als Tabelle oder als Karte. Sparkle ist ähnlich wie SQL eine graphenbasierte Abfragesprache für RDF. Und du erinnerst dich, Wikidata-Einträge werden in RDF-Triple-Beziehungen aufgebaut. Deine Abfrage kann also direkt starten. Wir zeigen dir hier ein Beispiel. Nehmen wir an, du möchtest alle Publikationen zu Rita Levi Montalcini finden und außerdem in welchem Journal sie publiziert hat. Rita Levi Montalcini war eine italienische Medizinerin und Neurobiologin. Sie entdeckte für das Zellwachstum zuständige körpereigene Wachstumsfaktoren. Aber zurück zu unserer Abfrage. Schauen wir uns zusammen die Abfrage an. Mit dieser Abfrage wollen wir eine Tabelle generieren. In der ersten Zeile sagst du mit dem Keyword Select, welche Spalten du in der Tabelle anzeigen möchtest. Mit Item bekommen wir alle Q-Nummern der Publikationen von Rita Levi Montalcini zurück.
Das Item-Label wäre der Titel der Publikation und das Journal-Label wäre der Titel unseres Journals. Diese drei Spalten möchtest du in deiner Tabelle. Mit dem Keyword Where gibst du dann in der Klammer an, welchen Kriterien deine Abfrage unterliegt. Dein erstes Kriterium wäre also, dass das Item Instance of Scholarly Article sein soll. Also es soll ein wissenschaftlicher Artikel sein. Mit dem zweiten Kriterium gibst du an, dass die Autorin Rita Levi Montalcini sein soll. Mit dem letzten Kriterium gibst du an, dass die Publikation in einem Journal veröffentlicht sein soll. Welches Journal das ist, spielt keine Rolle. Die letzte Zeile ist eine feste Formulierung für den Wikidata Label Service. Damit bekommen wir alle Labels zurück, also die Titel der Publikation und die Titel der Journals. Wenn du jetzt deine Abfrage abschickst, bekommst du eine Tabelle zurück mit allen Publikationen von Rita Levi Montalcini und das jeweilige Journal, in dem sie die Publikation veröffentlicht hat. Die Tabelle, die du dir generiert hast, kannst du dann direkt downloaden und dir sogar den Code in deinem gewünschten Format kopieren und auf deiner Webseite einbinden. Probier doch gerne das Abfragetool selbst aus und schick uns deine coolsten Abfragen in die Kommentare. Wenn du noch Beispiele brauchst, findest du auch hier auf dem Wikidata Query Service einige Beispiele, wie du so eine Abfrage aufbaust. Wenn du jetzt noch tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann schau doch gerne bei unserem anderen Video vorbei, in dem Konrad und ich dir die Carpentry Lesson zu Wikidata vorstellen. Wir würden uns freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben geben würdest. Und unseren Kanal abonnierst. Hinterlasse uns deine Fragen und dein Feedback gerne in den Kommentaren. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß mit Wikidata. Atlanta University Center Robert W. Woodruff Library. Ja. Oder eine Library, eine Bibliothek in Atlanta. Ah, das ist doch eine gute Idee. Das ist gut.